So Leute, ich glaube, da ist eine Aufbruchsstimmung hier in diesem unserem Lande zugange. Und zwar aufgrund der Struktur in Deutschland, der föderalen Struktur, 16 verschiedene Landesparlamente und dann noch im Einzelnen die hierarchische Verwaltungsstruktur. Von ganz oben Bund, Länder, dann gibt es noch Regierungspräsidien, dann gibt es noch hier Stadtkreise, Landkreise und Kommunen. Wenn man das alles aufeinandertürmt in der Verwaltungshierarchie, ist festzustellen, dass, wie das Sprichwort schon sagt, die Verwaltung verwaltet sich selbst. Die Verwaltung ist nicht in der Lage, auf Ad-hoc-Lagen, zum Beispiel Pandemie, sofort zu reagieren. Weil die verwalten erstmal etwas. Dann wird etwas umgesetzt und dann wird etwas auf den Weg gebracht. Der Faktor Zeit oder Eile gibt es nicht. Monströs wird das Ganze, wenn verschiedene Bundesbehörden mit beteiligt sind, dann ist das etwas, das wird von vorne schon einen Tod gebucht. Die einzigen, die erkannt haben, dass man wa was ändern kann, das sind die Kommunen vor Ort, in besonderem Maße. Die kleine Stadt Augustusburg in Sachsen mit 4.700 Einwohnern, da zeigen die Leute, was Sache ist. Weil die haben den direkten Draht zu ihren Bevölkerung, die können direkt etwas sofort umsetzen. Großstädte genauso, da nehme ich als Beispiel Tübingen. Tübingen hat jetzt zwar von der Einwohner her nur 90.000 Einwohner, also ist nicht zwingend eine Millionenstadt, aber Tübingen hat einen Studentenanteil von 27.000 Personen, das heißt 30% von der Bevölkerung sind Studenten. Und das sind junge Leute und die sind in besonderem Maße, würde ich mal sagen, agil. Und in Tübingen treffen sich daher Leute aus der ganzen Republik und sonst woher. Also, was ich sagen will, die beiden Kommunen Tübingen in Baden-Württemberg oder Augustusburg in Sachsen haben gezeigt, was Sache ist. Das muss ein leuchtendes Beispiel sein für viele andere Kommunen und Städte. Leute, nehmt euch Stadt als Beispiel, hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Von oben kann nichts kommen, das ist die beschriebene Unfähigkeit.